So, jetzt müsste das aber gehen. Geht das jetzt? Geh mal einfach in die Eingangshalle rein und dann. Ja, Eingangshalle Jawohl, ging. funktioniert. Ja gut, Sagara TV ist der Holger? Nee, der Jakob. Ach, der Jakob, mein Gott. Jakob von Bukem. Wo sagt mir nichts. Nee, den stelle ich dir jetzt auch Ach vor, so, aber ja. hallo. Hallo. Da ist er. Hallo, Was für eine Jakob. liebliche Stimme. Ach so, ja, das bin ich. Der Talk hat mich eingeladen. Ja. Ja, und ich bin auch am Zuschauen. Cool, cool, wie ich immer sage. Hallo, Cool. Metal Max. Oh, Metal Max. warte. Ich habe die Musik mal ausgeschaltet, damit ich mich voll und ganz auf euch konzentrieren Okay. Jetzt bin ich überfordert. Oh, nein, bist du nicht. Und Savio der kapiert wieder Jakob nichts. spielt genauso das Spiel so wie du? Der spielt auch Schrott auf die Avatar, allerdings Okay. nur ein bisschen weniger wie ich. Ach so, ist er dann genauso lange da? Mir waren am Anfang schon beide dabei, wo es losging. Ja. Hm. Vom Final Vibe. Was? Das war immer scheiße. Ich habe nie gern gespielt, wenn es Vibes gab. Dann ist nämlich alles Was immer. heißt das denn, sowas wie Final Vibes? Erklär du das mal, Jakob. Ich bin zu unfähig. Also ein Vibe ist ja, dass halt Sachen gelöscht werden. Und Final Vibe war halt, dass im Prinzip alles gelöscht wurde, was man hatte, und man komplett von vorne anfangen musste. Das heißt, du hast Sachen gesammelt, ne, und die wurden dann gelöscht. Ja, genau. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Wer hat das denn gemacht? Das war halt die Beta- oder die Alpha-Phase. Ach so, und dann kam, ja, wie soll ich das erklären? Bevor Ja, das dann richtige kam der Spiel Final kam? Vibe und dann hat man wieder die Sachen behalten können. War im Prinzip noch Testphase. Ach so. Wurde halt noch geprüft und getestet und nur ein bisschen weiterentwickelt. Und die Sachen durfte man nicht behalten, ja? Nein. Oh, schade eigentlich. Aber man hat halt dann den Vorteil gehabt, als das Spiel dann offiziell losging, musste man schon, wo man hingehen kann, in welche Gebiete und so, wo man was farmen kann. Man Ah, hat halt schön. Und war im Prinzip, bevor die anderen dort überhaupt waren, waren wir schon aus dem Gebiet schon wieder raus. Genau, so So, weil war man das. das schon kannte, ja? So sieht's aus. Wir hatten Aber halt es ist im Prinzip Erfahrungsbonus. das ist aber halt bei allen Spielen so, wenn die noch in der Testphase sind, Closed Alpha, Closed Beta oder so, dass es dann Ja. auch halt immer, wenn es dann in die Open Beta geht oder so, halt auch ein Vibe stattfindet. Dass man wieder von vorne anfangen muss. Ja, Um die klar. Spieler, die dann das Spiel erst überhaupt haben können, damit alle den gleichen Vorteil haben. Ja, damit keiner bevorzugt wird, ne? Es gibt dann natürlich einige Spiele, die dann sagen, okay, ihr habt halt bei der Closed Beta gespielt, ihr bekommt dafür jetzt kleine Geschenke in Form von weiß nicht was. Das ist ja auch in Irgendwie ein Ordnung. Item oder halt irgendein Titel. Habt ihr was dagegen, wenn ich im Nachhinein nach dem Stream das Video hochlade bei YouTube? Nein. Mich kennt ja keiner. Mich kennt auch keiner. Oh. Dann Kannst du schreibe ich gerne irgend sowas machen. hin wie, ach, übrigens, Jakob, hast noch gar nicht mitbekommen. Ich habe einen Strike bekommen von YouTube. Ach, ehrlich? Was hast du angestellt? Ich habe jetzt 3 Monate lang diesen Strafpunkt. Was Ich hast denn habe angestellt? das Angelcamp auf YouTube hochgeladen. Oh, wow. Und Das ist auch zwar nicht gut. die Clips dazu. Nicht das ganze Angelcamp, sondern die Clips, die besten Szenen. Ja, Nicht und gut. das war einen halben Tag online und dann hieß es Urheberrechtsverletzung. Ist Zack, auch. Strike. Hätte ihr wahrscheinlich auch vorher schon sagen können, dass sowas Ja, ich passiert. hätte es mir eigentlich denken können, ja. Ja. Aber naja. Ich habe es halt probiert und es ging da hinten los und naja, jetzt habe ich halt den Punkt. Weil es wurde ja sogar in den Nachrichten mitgeteilt darüber, dass dass Rekorde dadurch gebrochen wurden. Richtig, ja. Was für Rekorde denn nochmal genau?
Dass die da so was weiß ich, wie viele Zuschauer hatten. Genau, über 200.000 Zuschauer während eines Streams und das kontinuierlich. Aber wer hat sich denn da so lange damit beschäftigt auch? Der Knossi auch und der Montana Black und der Tanzverbot und Sido, genau. Ja gut, das sind auch Leute, also Sido hat das ja im Prinzip veranstaltet. Ach naja, so. Knossi auch. Ja, die haben auch ihre Fangemeinschaft, ne? Ja, und dadurch, dass sie halt, sag ich mal, auf einem Stream rumgehockt haben, waren halt alle Zuschauer von den anderen Streams auf dem einen Stream. Mhm. Ja, aber das muss auch erstmal die Technik mitmachen. Und ich habe ja, die Technik ist nicht so schwer, die das mitmacht. Okay. Die hatten da angeblich über 50 Leute, die ihm mitgeholfen haben. Es ist eher das Problem, dass man im Chat sowieso nichts mehr dann lesen kann. Ja, so viele Leute wieder geschrieben haben, das ging doch im Sekundentakt doch eigentlich durch, oder nicht? Der Slow-Chat war, glaube ich, auf 30 Minuten. Das heißt, du konntest alle 30 Minuten nur was schreiben. Ach du Scheiße, oh ne, das wäre nichts für mich. Aber es gab viele, die sich das angeguckt haben, einfach weil sie es toll fanden. Und trotzdem konntest du nichts lesen im Chat. Ja, was haben die denn da grob überrissen so gemacht? Geangelt. Geangelt? Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Ich habe schon die Nachrichten mitbekommen, dass da irgendwie was darüber gab. Okay, ja gut. Ich habe mir das ein bisschen angetan. Ja, aber wer bleibt denn nachts wach, um sich sowas anzugucken? Ja. Ja, er lacht schon. Weil er du glaubst gar nicht, wie viele Leute dich teilweise wirklich so 24-Stunden-Streams auch angucken. Ja gut, wenn sie Zeit haben. Naja, wie soll man sagen? Je nachdem, wann der ist, wenn der zum Beispiel in der Woche ist oder die Leute halt auch arbeiten müssen, dann gucken die sich halt auf der Arbeit den Stream weiter an. Ja, aber ja, hat man da überhaupt die Zeit? Stell dir vor, du bist erwischt auf der Arbeit, dass du da dir so was anguckst, was du eigentlich nicht gucken solltest. Ja, ist ja deren Problem. Ja, ja. Ja, dann habt ihr euch jetzt beschnuppert, ihr zwei. Genau. Genau, dann wisst ihr also jetzt, wer ist. Und hier ja, und der Jakob. Kamika ist die Chrissy und Sagara TV ist... Aber von dem, weil ich so riechen kann, riecht es auf jeden Fall gut. Ach ja, mit euch machen wir noch was mit. Ja, genau. Ah, Metal Max macht den Countdown. Da muss ich einen Gewinner ziehen. Ach so, next winner. Macht yeah. Der hat das gut im Blick, ja? Der hat das Savi. Im Griff alles. The best one. Ja. So, Sarah is a winner. Mit einem Namen, den ich nicht aussprechen kann. Terceractus. Terceractus. Yes. Congratulations. You are the winner. And there he is. Wonderful. The winner of this raffle. So. Whisper. Partyboy. Guten Tag, Jörg. Hallo. Ach, kennt er dich auch mit Vornamen? Der kennt mich auch mit Nachnamen. Ach, ehrlich? Kennst du den auch so? Ja, den von früher. Wir hatten früher ein bisschen Kontakt. Ach so. Guck, da schreibt er schon Hashtag Kleiderschrank. Das ist noch von meiner YouNow-Zeit. Ach, ehrlich? Warst du mal bei YouNow? Oh, ja. Ich auch. Ach, ehrlich? Aha. Da haben wir uns sehr kennengelernt, glaube ich, ne? Im Moment bin ich nur noch da, um mir die Gratisbarren einzusacken. Hier, ich muss mal kurz wohin gehen. Ich mach mal ganz kurz Pause. Ja. Ihr könnt ja weiterreden. Ja, klar. Mach da einfach Pause. Und du streamst auch? Im Moment nicht. Nein, weil du wenig Zeit hast, ne? Ich habe im Moment halt nicht so viel die Zeit. Und wenn ich dann zu Hause bin, bin ich meistens am GTA-RP spielen. GTA ist dieses, wie hieß das nochmal? Grand Theft Auto. Ach so. Und dann halt als Roleplay. Also, das gibt es? Ich kann ja. Aha, wusste ich gar nicht. Was das alles gibt, ne? Ja, die Kinder. Und das auch wieder nicht spielen. Und das streame ich halt nicht. Ach so, warum nicht? Ist das nicht so gut zum Streamen? Ja, das würde ich wahrscheinlich viele Zuschauer bekommen. Ja.
Nur das Problem ist, dass halt auch Leute, die dann auf dem Server, wo ich spiele, spielen und sich die Infos dann daraus ziehen. Ach so. Und das dann verwenden, was natürlich nicht erlaubt ist. Aber versucht das mal nachzuweisen. Ja, ja. Das ist, weiß ich nicht, schwierig dann. Ahoi. Ahoi, wieder da. Pause. Pause wieder. Genau, ahoi, Pause. So, kenn ihn lange. Damals war er noch der reale Jesus. Oh Gott. Partyboy, schreibt San. Da war ich nicht so ganz bei Sinnen. Sagen wir es mal so. Anderes Thema. Ja, ja. Jo. Ah, Markus! Hallo, wie geht's? Markus ist auch aus da. Jakarta. Aha. Auch YouNow Bekanntschaft. Oh. Gesundheit. Ja, danke. Aber ist das denn noch aktiv mit YouNow oder ist das nicht mehr so? Die Leute von damals, die sind alle so gut wie nicht mehr da. Ach, es so. Gibt die einen oder anderen, die wieder zurückkommen. Mhm. Wahrscheinlich, weil es woanders nicht wirklich erreicht haben, das, was erreichen wollten. Ach so, okay. Meine Vermutung ist halt. Aber war da auch die Möglichkeit gegeben, da Geld zu verdienen? Ja, wenn man ein Partner wird. Okay. Wes schreibt auch Gesundheit. Oh, danke schön. Gesundheit, ja. So macht ja. Stream Spaß, ne? Wenn dann noch ein paar mehr dabei sind. Ja, natürlich kann man sich so ein bisschen unterhalten und da kann man auch zum Beispiel mal fragen, ob unter denjenigen, die auch im Chat sind, auch schon welche dabei sind, die auch schon selber gestreamt haben oder selber streamen oder einfach nur sich da angemeldet haben, um bei anderen zuzuschauen. Nennt man das Lurken? Nur zuschauen ist Lurken, ja. Aha. Aha. Ja, ich kenne diese Begrifflichkeit. Ja, nicht. Das kriegst du alles noch mit hier. Da gibt es eine eigene Sprache wahrscheinlich. Streamst du denn auch? Ja, auch, aber so nach Lust und Laune. Und was? The Elder Scrolls Online. Kennst du das? Okay. Habe ich schon mal gehört, aber gespielt, nein. Ich finde das total toll. Da kannst du so viele Sachen machen. Kann man bei Shadow of the Avatar auch. Ja, natürlich. Genau. Und was wichtig ist, man muss auch Zeit mitbringen. Muss man bei GTA RP auch. Jakob? Ja. Was? Dass jetzt Star Wars The Old Republic auf Steam erhältlich ist. Okay. Und nicht mehr nur noch auf Origin. Deswegen habe ich gestern Nacht meinen Star Wars gelöscht und über Nacht das neue runtergeladen über Steam. Kostet das was? Nee, Star Wars ist auch kostenlos. Aber wie finanzieren die sich denn eigentlich? Über Ingame-Shops. Ah ja. Also Pay to Win kann man sagen. Ja. Das heißt, wenn man etwas besseres Gear will oder irgendwas Besonderes, dann muss man das schon in die Hand nehmen, ja, das Geld. Ja, so ein bisschen, ja. Es gibt vielleicht mal auch ein paar Unterschiede, sag ich mal, bei diesen Pay-to-Win. Gibt einmal welche, wo du wirklich Geld in Hand nehmen musst, um wirklich gut zu sein, unter den Besten zu gehören. Und dann gibt es welche, wo du halt wirklich, wenn du schnell gut sein willst, musst du halt Geld in Hand nehmen. Oder du brauchst halt sehr, sehr, sehr lange und viel Arbeit. Okay. Um dorthin zu kommen. Mhm. So, was macht ihr heute noch? Irgendwas Großartiges geplant? Ne, ich mache gleich Essen warm. Was gibt's zu essen? Ich habe Geschnetzeltes gestern gemacht. Ja. Hast du auch Salat? Nee, leider nicht. Ich wollte Salat gestern kaufen. Salat würde ich vorbeikommen. Ja, Salat ist auch lecker, aber ich sehe es nicht ein, für einen Salatkopf über 1 Euro zu zahlen. Und der war auch nicht mehr frisch. Und dann habe ich den da gelassen. Weil das ist eine Frechheit, ne? Es wird alles immer teurer, aber die Qualität wird immer schlechter. Weil wenn der Salat frisch gewesen wäre, dann hätte ich den auch gekauft. Aber so nicht. So.
So. Wo kommst du eigentlich weg? Ich komme aus Essen, aus dem Ruhrgebiet. Ah. Und du? Sie beschnuppern sich wieder. Sehr, sehr interessant, sehr interessant. Ja, ja. Und man muss dazu sagen, sie ist schon vergeben. Ja. Gleich abgeschaut, tschüss. Ach Quatsch. Ist vielleicht ein Grund, aber kein Hindernis. Eieiei. Eieiei, sagt sie. Ach guck mal, der Markus hat gekauft einen Kopfsalat, zwei Karotten, zwei Gurken und fünf Tomaten für 1 Euro. Wo hat er das denn günstig eingekauft? In Jakarta. In Jakarta. Ach so, ja, ja, ja. Hm. Ja. Da kommst du, weiß ich nicht, mit 50 Euro ganze, mindestens den ganzen Monat überleben. Ja gut, da sind die Sachen auch ganz anders, ne? Oder wie viel braucht man im Monat? Aber wie kommt das, dass der Markus in Jakarta lebt? Bestimmt wegen der Arbeit? Vielleicht erzählt er das im Chat oder dir irgendwie mal privat. Die Waren am Markt sind billiger als im Supermarkt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Einfach, wie heißt das? Die Qualität ist da wahrscheinlich auch besser. Ach, wegen der Frau. Das ist ja auch was Schönes. Cool. Ach, guck mal, wer ist denn da? Bambi Baby Girl. Ach, wie hieß sie nochmal? Ist das die Rena? Richtig, das ist die Rena. Ah, hallo Rena, ich grüße dich. Das ist so toll, dass die auch da ist. Ja, die könnte theoretisch mal hier zu uns stoßen. Ja, wenn sie Baby möchte. Girl, komm, komm ran. Ich habe sie schon angeschrieben. Sag ich, hier, komm doch mal in Judisk rein. Ja. Mal gucken, vielleicht kommt sie ja noch. So, Marco schreibt, okay. Ach so, er muss früh raus. Früh raus, einfach, genau. Einfach, weil er selbstständiger ist. Mhm. Ja. Selbstständiger Bananenpflücker. Oh, das ist gemein. Ja, das war gemein. So, jetzt muss ich gucken, wie ich hier... So, Rena, come on. Good Kisser has joined the Raffle. Welcome, welcome. Was? Wie heißt der Good Kisser? Ja, wie kommt man auf so einen Namen, Good Kisser? Hihihi, bin noch gerade in Second Life. Ach, okay, Reisblöcker. Da bin ich doch auch. Die muss mal sagen, was für einen Namen sie da hat. Hier vernetzen sich alle von links nach rechts, von oben nach unten. Alles wird vernetzt. Ich habe auch einen Second Life-Account. Ach ehrlich? Ja, sag nur. Ja, ja. Müssen wir nachher alle mal irgendwie... War letztens mal wieder nach langer Zeit irgendwann mal drin. Ah. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr schon war oder schon noch letztes Jahr, wo ich da mal wieder drin war. Ja. So. Ach so, sie schreibt mich privat an. Ist doch krass. Ja, so oft bin ich nicht in Second Life. Oh nö, du bist D-Chain und... Ja, aber das ist doch nur zweimal die Woche. Naja. Immerhin. Immerhin. Dann surft das live als ich dort. Ja, gut. Aber auf, weißt du, das Problem ist ja, irgendwann hast du alles gesehen. Was machst du dann? Nix. Ja, nix. Hast dieselben Leute gesehen und was weiß ich was. Dieselben Inhalte, dieselben Gespräche. Bambi, die Kamika ist in U-Disc. Rechts in der Leiste und der Moderatoren. Kamika steht da, glaube ich. Ja, genau. Und da steht auch mein Vorname dahinter. Ah, okay. Siehst du? Wieder ein Problem gelöst. Ja. Ich habe wieder was freigeschalten. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ach, dieses Daumen nach oben. So. Was haben wir denn? Daumen nach oben. Ja, ich kann nämlich für 320 diese Coins hier irgendwas raus was freischalten für 24 Stunden. Für wie viel Coins? Für 320. Ah.
was es nicht alles gibt. So, ich habe eben gerade für heute meinen Rekord mit 15 Zuschauern. Ja, natürlich. Freut mich. Vielleicht knacken wir die 20. Nee, glaube ich nicht. Noch dringend ein paar Follower brauchst. Ja, natürlich. Wer noch nicht hat... Follower kann ich besorgen, bin ich richtig gut drin. Ich brauche nur noch einen Sponsor dafür. Hat nur 10 Follower. Wer? Wie? Ja, du? Nee, du. Ach, ich? Ja, gut. Ja, Sagara, willst du nicht mal ein Sponsor werden? Halbe, halbe vom Gewinn. Also Gewinn sozusagen der Preis, um den es geht. Das meine ich damit. Der Preis ist heiß. Ja, der Preis ist heiß. Halbe, halbe. Halbe, halbe. Also ich nehme eine Million und du nimmst einen Euro. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr da meint. Aber ich auch nicht. Macht nichts. Ich auch nicht. Ja, Arme hat doch gut gelöst. Ach, ach, ach. Mhm. 16. Unglaublich. Unglaublich. Vielleicht kriegen wir noch ein paar hin. Ein paar Leute kriegen wir noch hin. LMAO. Potato. Hi, Talk. Hallo, Potato. 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 Manchmal frage ich mich, wie die Leute auf ihre Namen kommen. Ja, du hast ja auch Kamika. Ja, gut. Nee, und dann noch aber... abgeleitet von Kamikatze. Ja, ja, genau. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Nicht schlimm. Schwee, schwee. Das sagt doch immer der Dingens immer. Wie ist er noch? Der Jens Dickel. Naja. Wohnt er eigentlich in derselben Stadt? Nein, der wohnt ungefähr eine Stunde Zugfahrt von mir entfernt. Echt? Aha. Ja. Es gibt sogar Videos von uns beiden, wo wir durch Nidda gelaufen sind. Der wohnt aber dort in Nidda? Nee, da wohnt sein Vater. Oh Gottchen. Okay, und wo wohnt er? In Treisa, Schwalmstadt. Genauso wie du? Bitte? Und du wohnst auch da? Nee, ich wohne ganz weit weg vom Schuss. Ach Gott, ja. Weißt du, wo Gießen liegt? Gießen, schon mal gehört? Gießen? Universitätsstadt. Gießen habe ich schon mal gehört, ja. Da wohnt doch auch der Rüdiger, oder nicht? Korrekt. Wir wohnen im gleichen Ort sozusagen. Ist Gießen eigentlich groß? Ja. So mittel. Okay, wie bist du denn dazu gekommen, da hinzuziehen? Weil hier in Linden, wo ich wohne, Alternate seinen Sitz hat und ich habe bei Alternate gearbeitet. Ah, deswegen kennst du dich auch gut aus mit PCs, ne? Ja, geht so. Ach komm, jetzt hör auf. Sagara lacht. Warum denn das? Erzähl, hau raus. Ich lach doch nicht. Doch, hat auch. Hast How du are you? Dort I'm fine, Potato. I'm fine, thanks. Was hast du gesagt, Kami? Ob du lange da gearbeitet hast bei Alternate? Ja, so ungefähr 10 Jahre ungefähr. Boah, und was hast du da so gemacht? Erst in der technischen Redaktion, habe da die Internetseite befüllt mit technischen Daten. Ach toll. Und dann nach 2 Jahren ungefähr bin ich gewechselt von der technischen Redaktion zum Einkauf. Aha. Und das war dann, es hat eigentlich beides Spaß gemacht. Mhm. Das heißt auch in diesem kaufmännischen Bereich, ja? Richtig, ich habe Industriekaufmann gelernt als. Ach toll. Ja, so lernt man dich ein bisschen besser kennen. Ja. Ja. Ich trinke noch einen Schluck von meinem Lipton-Eistee. Kennst du eigentlich den Insider mit Original-Taste? Nein. Ich habe so einen Freund, der ruft mich jeden Tag mindestens 3-4 Mal an. Und der Rüdiger. Der Andreas, weißt du? Und, ach, Andreas, der sagt immer zu allen die deutschen Ausdrücke. Zum Beispiel steht auf der Cola-Flasche steht Original oder Original Taste steht da. Mhm. Und
Er sagt dann immer, das heißt Originaltaste. Taste, ach Gottchen. Ist aber lustig. Ich Ja, benutze kann es ich als verstehen. Insider. Ja, aber da könnt ihr doch auch sagen, originaler Geschmack. Könnte man sagen, ja. Ja, gut, Aber man kann. es gibt aber auch Leute, die sagen Rentaka. Rentaka, ja. Kann er denn Das Englisch, hat der dann eben gerade ein Andreas? bisschen gedauert, bis es durchgekommen Kann er denn Englisch, der Andreas? Nur ein bisschen. Also ungefähr so wie ich, auch nur so einigermaßen. So, wer klingelt da wieder? WhatsApp. WhatsApp, ich bin's nicht. Ich auch nicht. Will der Jakob in die Talk-WhatsApp-Gruppe? Nein. Oh, Oh, das die Antwort nein, die kam fast schneller, bevor ich die ja, Frage stellen genau. konnte. Ja. Ich mag WhatsApp-Gruppen nicht und ich bin schon einer drin. Also, Familiengruppe. Nein. Sowas haben wir nicht. Oh, Die gut. Quizze ist auch drin bei mir. Ja. Ja. Ein Grund mehr, dass der Jakob auch noch dazu stoßen sollte. Bin in der WhatsApp-Gruppe von meiner Familie in GTA RP. Ach du Also. Scheiße, nee. Weil da bin ich halt in einer Mafia. An einer Mafia. Ja. Jetzt geht's So, aber ab. so. Ja, früher war ich halt mal Mediziner auf einem Server. Dann war ich auf dem anderen Server halt auch später Sheriff. Und jetzt auf dem Server, wo ich jetzt bin, bin ich jetzt halt Mafia. Alles einmal durchtesten. Deswegen hast du hier in Discord auch vor deinem Namen einen Sheriff-Stern, richtig? Ah. Ist noch von damals. Ach so. Da war ich Deputy Sheriff. Deputy Sheriff. Da Nicht kann jeder schlecht. mitmachen? RP? Ja. Was hast du gefragt, Kami? Ich habe gefragt, ob da jeder mitmachen kann. Das hört sich ganz nah an, als würdest du GTA 5 testen wollen. Ach Gott, ja, nee, hör bloß auf. So kam es aber rüber. Ja, Aber einfach leicht angefragt so. schon mal. Ja, ich habe das nur gefragt, einfach Interesse halber, wenn ich hier mit GTA anfangen würde, ne? Dann hätte ich die Kinder meiner Schwester hier sitzen und die würden keine Sekunde weichen. Ja, die zwei Gaune habe ich ja schon gesehen. Ja, natürlich, weil die mich schon wieder gefragt haben, wann streamst du wieder? Und da habe ich erstmal gesagt, nee, ich streame nicht. Einfach weil, ja, keine Ahnung. Die machen ganz schön viel Quatsch. Sind Kinder. Kinder dürfen das. Ja, natürlich. Und da hat der Matteo auch schon gefragt, ob er auch mal streamen dürfte und, und. Ja, das geht ja mal gar nicht. Nee, da habe ich gesagt, wenn, dann müssen das die Eltern entscheiden und alleine schon mal gar nicht. Wie jung sind die denn noch mal? Der Matteo ist 8 und der Andres ist 9. Dann wird es, glaube ich, momentan problematisch. Ich denke auch schon. Ich weiß ja nicht, wie viel alt man sein muss, um überhaupt sowas machen zu können. Neuer Rekord, 18 Zuschauer. Danke, danke, danke für jeden Viewer. Ja, gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was erhöhen können. Können auch Leute auch mal Fragen stellen oder sich mal ein bisschen im Chat so ein bisschen, weiß ich Die nicht. meisten verstehen uns gar nicht, weil die hier Ja. Ja, weil wir Englisch Deutsch. sind. Ja. 18 Viewers. We have 18 Viewers. Ich sehe nur noch 16, aber egal. Ach so, ja. Bambi Baby Girl ist noch am Baby Girl, kommst du Start. jetzt auch hier Ey, rein? oh. Bitte. Komm Frag mich. bitte, guck auch ganz lieb. Aber sie hat doch auch schon mal gestreamt, oder Na nicht? klar. Schon oft Und der wahrscheinlich. Talk macht dann seine Cam an. Ach ja. Meinst du? Nee. Sag das doch jetzt nicht. Ich chille gerade so ein bisschen vor mich hin und rede mit euch. Ja, trotzdem wollen die Leute gerne dich in der Cam sehen.
Da sagst du einfach mal ein bisschen Hallo und fertig. Hallo und fertig. Ja, toll. Das läuft dann so ab, dass Talk die Kamera macht, sagt einmal Hallo, winkt in die Kamera und macht sie wieder aus. Das ja, kommt gut. Vor, ja, ja. Ja, das ist kann sein, ja. Also ich bin ja mal dafür, dass er irgendwie mal so schön irgendwie, weiß ich nicht, also schön Just Chatting Streams von außen machen. Oh, bei Just Chatting. Nur meinen Kopf über den ganzen Bildschirm. Ja klar, machen andere auch. Ja, machen andere auch. Das heißt lange nicht, dass ich das machen muss. Oder wir machen das mal zu zweit oder zu dritt. Wir treffen uns alle in Essen. Ja, genau. Und gehen dann Dingens essen, eine Currywurst. Genau, wir kommen alle nach Essen. Ja. Sag das nicht so laut, dann kriegt das Chat noch mit, dann kommen die von der ganzen Welt nach Essen. Ja, zum Currywurst essen. Ja, sollen sie ruhig machen. Eieieiei. Da kommt die Rena auch. Die Rena kommt auch, ja. Vorher werden noch T-Shirts produziert oder Cappies und so. Ja, genau. So Fanshirts. Einen wunderschönen guten Abend. Ich werde ja, warnen. Hallo. Hallo. Ja, servus. Ja, und mit neuem Mikrofon am Start. Toll, das hört sich gut an. Ja, ne? Jetzt ja hier richtig ab in dem Discord-Server. Ja, ja. Und nicht nur neben immer rechts zu sehen, sondern auch mal aktiv mitmachen. Finde ich geil. Ja. Oder cool. Cool. Stöhngeräusche oder so? Nee. Was für Stöhngeräusche? Bitte? Nochmal. Nee, ich sag gerade, Ventilator oder so hat man nicht, ne? Nein. Nee, aber meinen vielleicht, von meinem PC. Auch nicht. Alles gut, schweh, hier schwächen. Ah, ja. Rena, das wird nachher auf YouTube veröffentlicht, gell? Ne? Oh. Nur schon mal aber man andeuten. Kennt uns. Schneid man mich raus. Ach, schneiden dich nicht raus. Die kennt man doch nicht. Ich bin doch so schüchtern. Ja, nüchtern mich auch so schüchtern. Das sag ich immer. Oh. So, ich bleib jetzt hier mal stehen und warte. Bis ein Zug vorbeikommt. Ja klar, kannst du lange warten. Genau, es gibt keine Züge in dem Spiel. Ja, genau. Eieiei. Kamika 81. Ja, genau. Sagara TV. Dieses Elder Scrolls, das habe ich auch jetzt schon unten. Ah, schön. Ich hoffe, dass das dasselbe ist. Ja klar, gibt ja nur eins. Okay, dann habe ich das richtig gesagt. Dieses andere Spiel, wo ich hier drauf habe, das muss ich auch nochmal irgendwann mal streamen. Welches? Das heißt, warte. Kennt eh keiner. Das ist ein Horrorspiel. Mortal Shell. Nee, sagt mir nix. Da musst du auch so draufhauen und Zombies erledigen irgendwie so. Mhm. Ja. Ja, mal gucken, ich habe ja ein paar zur Auswahl. 18 Leute gucken schon zu. Mal gucken, ob wir das heute noch verdoppeln können. Oh! Ja, wieso? Man darf doch ein bisschen optimistisch sein. Ah, natürlich. Das ist ein bisschen viel optimistisch. Ja, ich habe hier sowas, was sich immer so dreht. Klicken und Bonus abholen. Hallo, Molester. Hallöchen. Molesterman 023. Hello. Hello. Was machst du eigentlich da, Torg? Stammst du die Erde? Das ist der Stalton Dance. Okay. Also gibt es da verschiedene? Ja, natürlich. Ich kann dir noch andere zeigen. Hier zum Beispiel. Ja, Tanzen. Dann zeig mal. Das ist Tanzen. Das ist normal. Ja. So. Das auch. Dann gucken wir mal. Dann gibt es ja einen, das heißt Zeitportal. Ich weiß nicht warum, aber es sieht lustig aus. Achtung. Aha. Ja, so viel dazu. Dann gibt es also noch Zigeunertanz. Der erinnert mich so ein bisschen an den Mückentanz. An was? Der Mückentanz, den gab es früher mal. Der war copyrighted von mir.
Da waren wir noch bei YouTube. Nee, nicht YouTube. Zeitportal hast du von mir bekommen. Was? Die Zeitportal oder so. Zeitportal habe ich auch. Das ist der Zigeunertanz. Ach, ehrlich? Da gibt es ja so viele. So, und Zombie, nicht zu vergessen. Zombie. Ah, guck mal, wie er aussieht. Gut, so viel dazu. Ein Obsidian-Hirsch. Das ist ein Trinkspruch. Was? Ein Trinkspruch, da in der Liste, wo ich das bei dir sehe. Ein Trinkspruch? Ja, bei den Emotes. Tanzen, totstellen, ja. Trinken, Trinkspruch. Okay, soll ich mal machen, einen Trinkspruch? Ja, mach mal. Okay, wenn er fertig sehen. Gehäutet ist, der Obsidian-Hirsch. Ach, das kann man auch machen. Was denn? Den häuten? Natürlich. Ja. Das ist eins vom A und O von dem Spiel. So, jetzt Trinkspruch. Ich mache erstmal die Waffe weg. Zack. Oh, why? Das hätte ich wohl nicht machen sollen. Wieso? Was war denn jetzt? Guck dir mal das Bild an. Hattest du ein bisschen Alk dabei? Ich wusste nicht, dass da Alk dabei ist. Da steht einfach nur Trinkspruch. Jetzt hat er Alkohol getrunken. Guckt euch mal das Bild an. Das ist total verschwommen jetzt. Ach. Ich trinke noch nee, er müsste, ich muss demnächst mal gucken, wie weit mein 25-jähriger Whisky ist. Abgelaufen. Nee, ist noch dabei. Doch, du musst noch einen trinken, weil einseitig ist so langweilig. Ja, ja. Und sagt man so schön, auf einem Bein kann man nicht stehen. Eben. Der ist weil ja jetzt schon total besoffen. Ich kann hier gar nicht richtig gucken, geradeaus. Nimm den in der Mitte. Der 25-jährige Whisky braucht ein Jahr, bis er fertig ist. Mhm. Echt jetzt? Im Spiel. Ach so. Also es sind im Prinzip, also ein echtes Jahr sind 25 Jahre im Spiel. Ah, wusste ich gar nicht. Soll ich mal ganz kurz AFK? Yo, yo baby, yo. Yo. Auf jeden Fall gehe ich halt davon aus, weil der braucht halt 25 Jahre. Mhm. Das ist 25-jähriger Whisky und der ist halt so in Echtzeit dann so halt nach einem Jahr fertig. Ja, ja. Hab irgendwie so, glaube ich, um die 30 Fässer im Keller liegen. Oh. Hast du nicht irgendein Haus mal irgendwie nicht bezahlen können oder vergessen zu bezahlen oder sowas? So. War da nicht irgendwas? Nö. Dann war das jemand anders aus der Dracheninsel. Ein Haus müsste eigentlich noch komplett eingerichtet sein. Wir bekommen ja auch eigentlich eine Benachrichtigung, wenn es abläuft. Mhm. Also eigentlich müsste es noch da sein. Könnt ihr ja gucken gehen. Ich habe übrigens beinahe meinen SOTA-Account verkauft. Ja, sei froh, dass du das nicht gemacht hast. War kurz davor. War kurz davor. Warum? Mhm. Weil ich mit Marky Dragon in Verbindung saß. Und jetzt haben wir 20 Zuschauer. Applaus. Vielen, vielen Dank für jeden einzelnen Viewer. Thank you very much. Ja, und nicht vergessen, abonnieren, damit ihr immer Bescheid wisst. Followen. Abonnieren ist ein bisschen viel. Follow und Abo. Dann passt das. Follow und Abo, genau. Follow und ein Abo. Was ah, jetzt sind es nur 17, schade. Ist aber egal. Ich habe mich gefreut, dass es mal kurz 20 waren. Ja. Free was Abo bis Twitch Prime. Ja, hau raus. Kann ich nicht. Oh. Du bist ich schon. Blockiert. Du bist schon der Subscriber. Steht oben links in der Navigationsleiste. Jakob. Latest Subscriber. Jakob, ach, ist er das? Das ist der, der hier bei uns ist, ja. Ja. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das Subscription-Ding. Ja, okay, ja. Zurück zum Thema.
Ja. Maki Dragon hat verlauten lassen, dass er SOTA Accounts aufkauft. Und da hat er mich gefragt, ob ich meinen Account mit Steam verbunden habe. Und da habe ich gesagt, ja, ich logge mich mit Steam ein. Und dann sagt er, ja, okay, dann funktioniert das schon mal nicht, dass er den Account kaufen kann, sondern er könnte nur die Items und das Gold und die Kronen kaufen und würde mir $485 dafür bezahlen. Viel zu wenig. Und wenn der Account verkaufbar wäre, also ohne den Steam Login, dann hätte ich Ja. über 1000 bekommen. Ja, aber trotzdem ist das zu wenig. Du musst mal sehen, was du alles, wie heißt das? Du hast ja, was weiß ich, wie Die ganzen sagtest du? Skills. Ja, erstens das und 6000 Stunden hast 6000 du. Stunden, genau. Auf jeden Fall habe ich Aber. gedacht, hier, du brauchst das Geld. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja. Und dadurch, dass der Steam-Account verbunden ist, wurde es halt ein ziemlich kleiner Betrag nur. $485. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Ich behalte ihn lieber. Ja, behalte lieber, ehrlich. Wieder da. Ja, Baby. Juhu. Webechen. Und nicht zu Jobs vergessen, hast der Pledge, der auch noch auf dem Account ist. Ja. Das Was hast du ja auch heißt nicht das? vergessen, ne? Da hat er noch zusätzlich was gekauft? Ja. Bei dem Spiel? Ganz am Anfang? Ja, die Edelmann. Pledge, genau. 650 Euro ist die wert. Echt jetzt? Was ist denn daran so teuer? Ah, da kriegst du ein Haus, da kriegst du alles Mögliche. Aber das Und habe du ich hast bekommen von 650 denen. Euro dafür bezahlt? Oder wie Nein, ich habe das viel? von denen als Streamer bekommen. Da waren noch nicht so viele Streamer da. Ach so. Jetzt ist das ja eine richtige Community geworden mit den ganzen. Die Schraut-Streamer kennen sich alle untereinander. Ja gut, da muss man auch ein bisschen Ahnung von haben, oder nicht? Zu streamen. Nee, um das Spiel zu spielen. Ach so, ja, wenn du früher Ultima Online gespielt hast. Nee, hast nicht, ne? Nein, ich kenne das überhaupt nicht. Okay, das wäre nämlich einfacher gewesen, weil das nämlich Okay. sozusagen der Nachfolger von UoO ist, was es übrigens immer noch gibt und noch zu kaufen gibt. Das Ah. alte Spiel. Es ist eins mit den ersten MMORPGs, die es überhaupt gab. UoO. Okay. Von dem Macher Richard Garriott. AKA Lord British. Not British. Genau, und der hat dieses Spiel hier auch mitentworfen. Ah Aber ja. Kamika, wann gehen wir mal einen Kaffee trinken? Wann gehen wir mal Kaffee trinken? Kommen Oh, wir jetzt beschnuppern sie sich wieder. mal. Sehen wir einfach aus wie Hunde? Ja, ich sehe es kommen. Wir treffen uns alle in Essen. Ja, genau. Ich bin momentan sowieso die Woche über immer dort. Echt? Oh. Jo. Oh wei. Rena, was sagst du dazu? Ja, wenn Essen nicht so weit weg wäre, dann würde ich mich auch treffen. Ach, das ist nicht weit weg, das ist Dann hier. würdest du dich auch treffen? Ja, aber klar. Ich Na, treffe mich Essen jeden ist dann schon Tag. noch ein bisschen zu weit weg. Ich habe da so ein paar Leute. Oh, jetzt klingelt das Telefon gleich wieder. Ja, oh shit, muss ich wegdrücken. Oder soll ich reingehen? Wer ist das? Andreas, der mich drei, viermal am Tag anruft. Ja, dann geh kurz dran und sag Hallo, Andreas. Nee, ich mach's weg. Der braucht mehr seine Zeit. Ach so. Das heißt, dass du mit ein paar Minuten nicht bei dem hinkommst, ja? Das Problem ist, er wird jetzt wahrscheinlich alle 10 Minuten anrufen, bis er dran war. Oh, war Das kann ja. natürlich sein. Egal, das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben noch immer Durst. Und ihr wart auch schon mal in Köln, ja? In Köln war ich einmal mit Ja. meiner Ex, ja. Beim Einmal. Ärztekonzert. Ach, ehrlich, wann war das denn? Oh, frag nicht, 20 Jahre her vielleicht. Ich Echt war jetzt? zweimal dort. Okay.
Oh, aber mir ist auch schon was länger her. Einmal Abschlussklassenfahrt und einmal Junior-Treffen. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es 10 Jahre her, da war ich schon auch noch in dem Phantasialand drin. Ja, da war ich auch schon. In Brühl? Ja. Hm, kenne ich auch. Phantasialand. Ja, da waren wir auch Abschlussklassenfahrt. Aber die Preise, die da haben, das ist echt unmenschlich, finde ich. Ja, ist wirklich so. Da kostet eine Eintrittskarte fast 50 Euro oder 35. Aber wenn du so bedenkst, ne, Kirmes ist auch teuer. Oh ja. Also ganz früher, wo ich noch so im jugendlichen Alter war, ich glaube, da war ich 14 oder so. Oder ein bisschen jünger und dann sind wir ins Phantasialand. Also vor 2 Jahren? Ja, genau. Gab es da noch nicht diese Kameras und allem drum und dran, da sind wir hinten vom Hinterzaun super rein. Ach, ehrlich? Ja. Und da hat keiner gesehen? Nee, weil da hinten war dann so Gebüsch und allem drum und dran, da war schon ein Zaun noch. Und dann sind wir da schon die Abgründe auch. Das Schleichen von Leistung und Hausfriedensbruch. Interessant. Ja, da musst du aufpassen, ey. Das ist schon Ewigkeiten, ist das her. Mhm. Ja, wie gesagt, vor 10 Jahren ungefähr. Ich kenne auch jemanden, der hat vor, weiß ich nicht, 30 Jahren mal so eine Metalldose mit Thermit auf die Gleise gestellt. Ach du Scheiße. Und eine Wunderkerze eingepackt. Wo er von den Kopf verfolgt wurde. Oh ja. Wir haben noch versucht, die Dose runterzukicken, hat aber nicht geklappt. Oh Scheiße, was denn da passiert genau? Was? Ist die Dose explodiert? Nein, mit Thermit. Sagt mir nichts. Bei der Dose. Und Thermit ist eine Mischung aus Eisenspäne und Magnesium und so. Hm? Was halt im Gleisbau auch verwendet wird zum Schweißen der Gleise. Ach so, okay. Und der hat halt so eine Dose halt oben drauf gestellt auf die Gleise. Ah. Und eine Wunderkerze eingepackt. Ja, ja. Ja, dann war halt so ein Metallkloss auf den Gleisen. Ach du Scheiße, das ist ja gefährlich, du. Strecke war gesperrt und du musst, haben das Stück Gleis rausgeschnitten, neues Stück Gleis eingesetzt und dann mit Thermit verschweißt die Gleise. Ja, ja. Aber da fragt man sich, wo hat er die Dose hergehabt? Das war halt so eine handelsübliche Dose, wie man sie im Geschäft kaufen kann, mit Tortellini oder sowas, wo er halt Thermit reingepackt hat. Ah ja. Und dann hat er nicht drüber nachgedacht. Wo er jetzt natürlich, dass Thermit her hat, ist natürlich eine andere Frage. Ja, natürlich. Oh, ganz schön kriminell. Ja, stell dir mal vor, was hätte da passieren können, weißt du? Mhm. Ja, er wurde ja von der Polizei verfolgt. Ach du Scheiße. Und um sie loszuwerden, hat er es halt gemacht. Weil er die dabei hatte. Oh, war ja. Aber im Phantasialand, also wenn du draußen bist, da gibt es in der Nähe so ein indisches Restaurant. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nee. Also da kannst du auf jeden Fall ziemlich gut essen. Okay. Und was hast du da gerne gegessen? Ach, was hatte ich denn da gehabt? Ich glaube, irgendwas mit Reis hatte ich da gehabt. Mhm. Gulasch. Nee. Aber irgendwas mit Reis war es auf jeden Fall. Ja, Chinesisch ist normal, dass man da Reis bekommt. Auch Japan, da ist auch normal, dass man da Reis bekommt. Mhm. Aber ich habe auch schon mal Pferdegulasch gegessen. Echt? War das lecker? Ich fand's lecker. Weil riecht schön zart und so, das Fleisch. Ja. Was du mal probieren musst, das ist Alu Gobi. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was? Alu Gobi. Sagt mir nichts. Das ist also Wildreis ist das mit Blumenkohl und Kartoffeln und so einer Soße. Oh, lecker. Oh, das schmeckt so lecker. Mhm. Ist zwar irgendwie ein bisschen Mischmasch, habe ich am Anfang auch gedacht, aber es ist echt lecker. So, wie lange streamen wir denn schon? 2 Stunden und 33 Minuten. Ja, du. Ja. Wollen wir aufhören? Ach, mir egal. Das musst du entscheiden. Abgelehnt. Der Sheriff hat gesprochen.
Der Sheriff hat gesprochen. Er muss so ein bisschen talken. Stein Stream. Ja, es kommt ja noch Arbeit auf mich zu mit dem Schneiden. Ach, ich schneide aber nur ein bisschen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich mache zum Beispiel, dass das Video losgeht, sobald ihr drei oder ihr zwei gestartet habt. Die erste Stunde und so habe ich ja allein Unterhalter gemacht. Das ist nicht so interessant. Ach was, hör auf. Ja, du musst halb sieben. Ja, bis das dann gerendert ist bei dir, ist bestimmt 8, 9. Ich dauere das so lange mit dem Rendern? Ja, besonders wenn das Video ziemlich lang ist. Ach so, ja. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Gut, jetzt habt ihr euch alle mal kennengelernt. Ja, haben wir. Und im Hinterkopf essen. Nicht Essen tun, sondern Essen fahren. Ja, Currywurst. Und dann Currywurst, alles klar. Oh, Currywurst ist so lecker. Ja, mit Pommes. Und das Mayonnaise. Wie wär's mit vegetarischer Currywurst? Gibt es sowas? Weiß ich nicht, bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass du die isst. Wieso? Weiß ich nicht. Bist du denn vegetarisch? Das Einzige, was ich noch so esse, ist Fisch. Ach so, ja, das wusste ich ja nicht. Aber so eine Fischwurst weiß ich jetzt nicht, ob die schmeckt. Was, eine Fischwurst? Nee. Ich glaube nicht, aber so eine vegetarische, denke ich mir, schmeckt bestimmt gut. Naja, also ich bevorzuge normale Currywurst, ich brauche Fleisch. Das kommt nur vom Kopf, dass dein Kopf dir sagt, du brauchst Fleisch. Man kann doch auch eine vegetarische essen. Es gibt welche, die schmecken so gut, du würdest gar nicht denken, dass das vegetarisch ist. Weil die so einen Geschmack haben wie Fleisch. Es gibt auch Insektenburger. Oh Gott. Ja, haben sehr viel Eiweiß. Ist eigentlich sogar gesünder als Kuh, Schwein, Rind. Ja. Gut, weil wenn man es nicht weiß, dann beißt man vielleicht rein, aber wenn man es dann weiß, oder? Wo ich in Frankreich war, da habe ich fast jeden Tag erstmal so schönes Entrecot gegessen. Im Restaurant. Aha. Und was ist das? Lecker Fleisch. Da, 25-jähriger Whisky, da steht's. Ah. 6 Stück habe ich. Mal gucken, wie viel ich habe, wenn mein fertig ist. Ja. Jakob, der Whisky. Dann kann ich dir den zum Verkauf geben. Ich weiß sonst nicht, was man damit machen kann, außer trinken. Ja. Aber ich weiß auch nicht, solange ich das Schrot auf die Avataschen habe, ich kann mich da irgendwie noch nicht richtig reinfühlen. Nein, wie lange hast du das schon? 2 Jahre bestimmt, oder, Tork? Und weißt du, wann du das letzte Mal gespielt hast? Ja, das letzte Mal habe ich gespielt vor ein paar Monaten. Also bei dem 25-jährigen Whisky müsste man es eigentlich so machen, dass man, weiß ich nicht, 30 Fässer macht, eine Woche später wieder 30 Fässer. Aha. Sodass man wirklich dann so im Wochenrhythmus dann nach einem Jahr das sammeln kann. Okay. Und dann braucht man natürlich die Abnehmer dafür, die es einem abkaufen, damit es sich lohnt. Gibt es die? Es gibt ShroudMarketplace.com. Da kannst du alles verkaufen, von Items über Gold. Lazarus Long bietet einen Wedding-Service an. Wedding, Hochzeitsveranstaltung und so weiter. Kannst alles in-game machen. Das gibt's doch gar nicht, wusste ich nicht. Ich habe schon zu Rena gesagt, komm, wir verheiraten uns in Schraut des Aber das haben doch bestimmt schon einige gemacht, oder? Ich glaube noch nicht. Einer will sein Pferd heiraten. Echt? Sein Horsey. Gibt's doch gar nicht. Kann ich mir gar nicht doch, vorstellen. Bei Roller.
Bei Ah, Roller. ja, bei Roller, ja. Magst du mal denn irgendwo, wie lange man das Spiel schon hatte oder hat? 20 Zuschauer haben Oh, wir. echt jetzt? Ja. Oh, wei. Ja, wir gucken mal, ob wir. Und ich wollte gerade aufhören. Ja, das musst du Das ist entscheiden. immer so. Immer wenn ich aufhören will, kommen immer Raids rein und was weiß ich nicht immer. Was heißt denn nochmal Raids? Raid ist das gleiche wie Host. Ach Nur so. dass du halt nicht nur den Stream zeigst, sondern dass du deine ganzen Zuschauer halt im Prinzip rüberschickst. Ach so, okay. Also die sind dann nicht mehr bei dir im Chat, sondern gehen automatisch in den anderen Chat rüber. Ah, da lernt man noch was dazu. Und bei Horster wird halt nur dann das Team in deinem Stream angezeigt. Ah ja. Will einer noch von euch vielleicht geradet werden? Bambi oder also Rena oder Kamika? Nee, im Ja, Moment die beiden nicht. mir Ich nicht, streame ne? heute nicht. Und der Jakob auch nicht? Ich Der werde gleich mal noch ein Bernd. bisschen in GTA-RP reinschauen und dann werde ich mich auch schon wieder ins Bett legen, weil ich morgen früh wieder Früh raus muss. um 6 nach Essen fahren muss. Um 6 nach Essen? Ja. Wo Ich bin arbeitest du der da Einzige, der eigentlich? gerade Schraut streamt. Was ist da los? Echt jetzt? Ja, kein anderer streamt Schraut eben gerade. Ja gut, vielleicht haben wir Deswegen hat keine. so viele Zuschauer. Das Ja. ist der Hintergrund. Jetzt haben wir es. Was ist das da, was du uns gerade zeigst? Das ist mein Haus und mein Vendor. Einer von meinen zwei. Nee, ich habe drei mittlerweile. Okay, und kann jeder sich so ein Häuschen kaufen? Wenn man eine Grundstücksurkunde hat, ja. Muss man sich die verdienen? Man Die bekommt Grundstücke? fürs Reihenhaus gibt es eine Quest, wo man die bekommt. Hm. Ist das denn schwer zu machen? Die Quest, nö. Wenn du in der Gilde bist, kriegst du wahrscheinlich auch von denen dann einen Stellplatz für ein Haus, Ach, Grundstück. schön. Und Jetzt ja. habe ich gerade mal geschaut, wie lange ich das schon auf die Abertaschen habe. Ja, ja, Es gibt ja. auch ein Tutorial für die Quest. Das Ah, ja. war damals im April 2018 abends um 16:30. Oder hast du das Video Oh. gelöscht, Talk? Heftig. Nee, ich habe nichts gelöscht. Alles da. Mensch. Wie lange das schon wieder her ist, ne? Ja. Man muss ja auch Zeit dafür haben. Ja, deswegen irgendwie so richtig einfühlen kann ich mich in das Spiel noch nicht so. Das, Vielleicht ist so das noch geht's mir nicht, mit GTA 5. noch nicht das Richtige oder falsche Herangehensweise. Ja, keine Ahnung. Also ich spiele es zwar, wenn man das anhat dann schon mal, aber ja, Ja, keine Ahnung. nur Grind ist langweilig halt. Auf Dauer. Außer Okay. für Talk. Ja, Der ich grinde die grindet ganze Zeit gerne. rum. Echt ehrlich? Warum? The Master of Grinding gesagt. Ja, Ah. Genau. Ich werde den Ah. Titel demnächst mal beantragen. Der Savio, Master of der Metal Grind. Max, sagt immer Super Master Blaster Talk. Aha, Super Master Blaster. Ja, so Super ein Master Schrott, sagt Blaster er of immer. Disaster. Master of Disaster, ja? Eieiei. Ja, So, Talk gut. spielt schon echt. 18 Zuschauer aufhören oder nicht? Ja. Es ist eh kein anderer da, den ich raiden könnte. Es sei denn, ich gucke mal die Live-Liste an. Nicht die Kategorien, sondern die Live-Liste auf. Kennt jemand den Real Talla 2XLC? Könntest auch Toni. Stimmt, ist Tony gerade online? Ja. Wer ist denn Oh, Toni? natürlich, den machen wir. Du hast recht. Oder Super. Rechteck. Kenn ich nicht. Oh ja, ich Kenn ich kenne die nicht. ganzen. Tony Keyboard. Foxer wird jetzt geradet von mir. Ja, genau, macht Und Toni so, jetzt haben oder wir erstmal Rechteck. alle Tschüss, liebe Zuschauer auf Jo. Twitch jetzt. Und Tschüss. später, wo? Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ihr lieben Zuschauer auf YouTube. Ach so, ja, natürlich. Ja, das landet gleich dort. Ah, Also, macht's ja. gut und tschüssi. Ciao, ciao, auf Wiedersehen, goodbye.